Denn ich sage es euch jetzt schon, ich werde in diesem Bullrun viel früher aussteigen als die meisten, die euch erzählen werden, dass das Ding weit über 100.000 gehen wird. Investiere dich jetzt bei Bitvavo und profitiere von den Vorteilen. Ihr könnt darauf vertrauen oder nicht, ist jedem selber überlassen. Viele werden wahrscheinlich sagen, oh, der hat keinen Plan, der geht viel zu früh raus, denn ich habe bei diesem Bullrun ganz, ganz andere Vorstellungen. Ich glaube, viele, viele werden hängen bleiben daran, dass BlackRock uns auf die 1 Million hochbringen wird und verstehen einfach nicht, wie das System funktioniert. Die verstehen nicht, was Arbitrage-Handel ist. Die verstehen nicht, was OTC-Handel ist. Denn glaubt es mir, diese Dicken kaufen wahrscheinlich schon im Hintergrund längst ein, aber über OTC. Und was bedeutet das? Stell dich vor, da ist eine Entität, dann gibt es ein OTC-Desk oder OTC-Plattform und da gibt es eine zweite Entität. Und was macht die Plattform? Die erlaubt es einfach nur, dass zwei Individuen, die genug Bitcoin haben und genug Liquidität haben, miteinander das Ganze austauschen. Mehr nicht. Ohne dass da ein Automated Market Maker dahinter steckt, der ein Matchmaking macht, der den Preis beeinflusst. Bei der Exchange ist das eine komplett andere Geschichte. Da gibt es einen Automated Market Maker und da wird je nach Angebot und je nach Nachfrage ein bestimmter Preis ermittelt. Das ist dann das, was wir sehen. Und wenn OTC-Sales betrieben werden, also OTC-Verkäufe oder Einkäufe, wo wahrscheinlich BlackRock genauso einkaufen wird, das sehen wir leider nicht. Und das wird auch keine starken Auswirkungen vorerst auf den Preis haben. Wenn BlackRock dann aber irgendwann den Markt mit seinem Bitcoin flutet, beziehungsweise die Kunden von BlackRock anfangen zu verkaufen, panisch, dann wird der Preis ganz stark in den Keller gehen. Aber auch im OTC-Bereich wird das irgendwann ausgeschöpft sein und meines Erachtens nach werden die auch in den Exchanges anfangen zu kaufen. Warum werden die das tun? Weil sie den Preis ab einem bestimmten Niveau auch gerne pumpen möchten. Wenn sie sich genug eingekauft haben über OTC und merken, hey, wir haben schon dicke Summe, dann werden sie anfangen mit Kundengeldern leicht in den Exchanges zu pumpen. Der Preis geht dann leicht bei den Exchanges nach oben. Und was passiert dann? Sie haben Excess Liquidity. Wenn sie dann anfangen mit ihren Massen an Bitcoins, die Exchanges zu fluten und zu verkaufen, wird der Preis aber richtig schnell droppen. Und das ist das, was die meisten Maxis euch nicht erzählen wollen, die das rein nur hochhypen und all diese dicken Asset Manager werden uns zu Milliardären machen. Schön wär's, so funktioniert es aber leider nicht. Und da muss ich halt aufpassen, dass ich zu bestimmten Preisbereichen, meines Erachtens nach wird es unterhalb der 100.000er Marke sein, wo wir die höchsten Volumenbereiche erreichen werden beim Traden und das wird der Bereich sein, wo ich wahrscheinlich versuchen werde, vorher auszusteigen, bevor diese dicken Asset Manager reinkommen und uns komplett runterdammen. Oder auch Wale. Das ist das andere Ding. Denn die Asset Manager können sich einkaufen, so wie sie wollen. Über 90% der Bitcoin sind schon gemined. Und über 70% der Bitcoin sind schon vergeben an Long-Term-Holder. Was können sich BlackRock und all die Dicken jetzt noch einkaufen? Ja, die restlichen 30%, wenn die komplett zum Verkauf freistehen würden. Wer sind also noch die dicken Wale? Die schon länger im Game sind. Was wird BlackRock und all die anderen machen? Die werden genug Liquidität durch viele Schafe reinbringen, durch viele, die gerne in dem ETF lieber rein investieren möchten. Und die werden uns dann Liquidität bringen, beziehungsweise den dicken Walen auch die Liquidität bringen, damit sie schön auscashen können. Darum, Leute, ich sage es euch und werde es auch immer wieder sagen: Mächtigen, die Reichen, diese Multimilliardäre, die stecken alle unter einer Decke. Die kennen sich alle. Wie ich schon letztens gesagt habe, die waren in den gleichen Universitäten. Die haben den gleichen Freundeskreis. Die gehen zu den gleichen Partys. Die gehen zu den gleichen Benefizveranstaltungen. Die haben alle ihre eigenen Kinderhilfsorganisationen, all sowas. Alle das gleiche Ding, das gleiche Schema, guck es dir weltweit an, geh von Japan über ganz Asien hinweg, über Europa bis nach USA. All diese Milliardäre haben doch das gleiche Schema, was sie verfolgen. Alle haben irgendwo miteinander zu tun, die haben alle irgendwo ihre Hilfsorganisation, die haben alle irgendwo mächtige Freunde in der Politik, die haben alle irgendwelche dicken, mächtigen Firmen, die sich gegenseitig schön die Aufträge hin und her schieben, wo der kleine Mann gar keine Chance mehr hat, auf diese Niveaus, wo sie sind, aufzusteigen. Es ist das gleiche Spiel, was sich immer und immer wieder dreht. Und das, was wir hier sehen, das wollen halt viele nicht wahrhaben. Die sagen dann, oh, du bist ein Verschwörungstheoretiker, Schwurbler oder sonst irgendwas. Das sind die armen Opfer, die für immer arbeiten gehen werden, für immer ihre Steuern zahlen werden und nicht ein bisschen rauskommen werden aus der finanziellen Matrix,
die diese Elite, die diese Reichen für sie aufgebaut haben. Und das sind dann die, die sich dann sowas hier anhören und sagen, du bist ein Schwurbler. Ja, du manipulierter Schaf, du manipuliertes kleines Schaf. Du verstehst selber nicht, dass du denen zuhören solltest, die in deinen Reihen stecken, statt dir diese Propaganda, die dir durch die Reichen und diese Mächtigen eingeflößt werden, durch durch verschiedene Influencer, die sie bezahlen, durch Regierung, durch Nachrichtensender, die sie bezahlen. Aber das wollen sie dann nicht hören. Weißt du, das ist dann bist du der Komische. Warum? Auch BlackRock, auch Fidelity, auch diese ganzen dicken Asset Manager, hundertprozentig kennen sie diese dicken Bitcoin-Wale auch. Und wahrscheinlich sind auch teilweise die Besitzer davon dick investiert in Bitcoin. Ja, das ist Insiderhandel, aber das darf man doch nicht. Nee, echt? Leute, es gibt solche Riesenbanken, wenn nicht die größte Bank der Welt, JP Morgan, die in den letzten paar Jahren, wie oft wurden die verklagt und wie viele Milliarden mussten die bezahlen, dass sie den Goldpreis manipulieren? Bitte, das ist doch kein Hokuspokus mehr oder das ist doch kein Kindergedanke, den ich hier äußere. Dass einige sagen, ja, das hört sich aber an wie eine Verschwörungstheorie. Googelt das einfach mal. JP Morgan Chase Anklage wegen Goldmanipulation oder wegen was weiß ich, was die noch alles manipuliert haben. Ja, hey. Dann zahlen die mal halt ihre 32 Milliarden dafür. Ist doch. Ich meine, überlegt euch das mal. Die manipulieren den Goldpreis. Ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwann gelesen, dass die mal irgendwann 32 Milliarden an Strafen zahlen mussten. Wenn ich jetzt den Goldpreis manipuliert habe und mir 200 noch was Milliarden damit gemacht habe und dann daherkommt und sagt, ja, jetzt habt ihr irgendwie Straftat begangen, das war Insider, ihr habt den Markt manipuliert, zahlt 32 Milliarden. Lache ich mir doch ins Fäustchen. Ich sage, okay. Ich habe mir tatsächlich irgendwas mit 200 noch was Milliarden damit verdient. Jetzt kommt die Regierung und sagt mir, ja, von deiner Manipulation, von deinem illegal verdienten Geld, von deinen 200, was weiß ich, wie viele Milliarden, die da sich damit verdient haben, gib uns mal 32 Milliarden davon ab. Okay, meine liebe Regierung, hier habt ihr euren Anteil. Macht die Augen jetzt zu und gut ist. Keiner geht in den Knast, keiner macht irgendwas. Nächstes Jahr machen wir das nochmal. Das machen die ja fast jedes Jahr. Ich meine, guckt euch das mal an. Goldman Sachs, wie oft haben sie den Markt manipuliert? Das ist so offensichtlich und viele andere Edelmetalle auch. Warum stecken die nicht im Knast? Warum stecken sie einen Kleinen von uns, der ein bisschen Steuerhinterziehung begangen hat und das noch nicht mal genau wusste? Wenn der das nicht zahlen kann, landet er im Knast für einige mickrige Cents im Vergleich zu dem, was die da machen. Versteht ihr, was ich meine? Aber man ist dann der Schwurbler, man ist dann der solche Schafe sind wir schon geworden. Solche Schafe sind wir schon geworden, leider. Aber ja, darum... Diese Ultrareichen, die sind nicht da, um uns reich zu machen. Wir müssen unser Hirn einschalten und verstehen, wenn die jetzt schreien und rufen, auf einmal kommt da irgendjemand daher von irgendeinem Hedgefondsmanager, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Fondfahrrad oder Fondstart oder was, habe ich letztens gezeigt gehabt, der auf einmal berichtet, ja, Bitcoin wird 150 bis 180.000 erreichen, wenn erstmal die ganzen ETFs reinkommen. Jetzt setzt sich Larry Fink dahin, der Bitcoin als was weiß ich betitelt hatte noch vor 5 Jahren, sagt, da, das ist das nächste Ding, Bitcoin ist das digitale Gold, jetzt schreit er auf einmal auf. Leute, das machen die nicht umsonst. Der weiß ganz genau, was für einen Einfluss hat. Der weiß ganz genau, dass wenn er sich da hinsetzt, das sagt, dass wir ganzen Influencer darauf aufspringen werden, dass wir alle schreien werden, ja, 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 das ist es. Das ist wundervoll, dass da Liquidität reinkommt. Das bedeutet aber nicht, dass er uns reich machen möchte. Die möchten sich selbst damit bereichern. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir auf ihren ganzen Schwachsinn nicht reinfallen. Dass wir nicht reingehen, wenn Bitcoin irgendwo bei der 90.000er Marke sein wird, wenn Bitcoin irgendwo in der Nähe der 100.000er Marke sein wird. Was glaubt ihr, was dann die meisten Influencer hier rausschreien werden? Was glaubt ihr, was die Nachrichtendienste für Werbung, die werden uns überfluten mit Werbung. Bitcoin hat so und so viel X gemacht. Der war irgendwo mal bei wenigen Cents vor 13 Jahren und jetzt ist er bei 100.000 und viele Analysten. Oh, dann kommen ihre Analysten, dann kommen die JP Morgan Chase Strategic Analysts und von Wells Fargo und Regierungsanalysten sind dann auf einmal super gestimmt und Bitcoin wird auf die Millionen gehen. Dann schreit es jeder heraus und glaubt es mir, was wird dann wohl passieren? Was wird dann wohl passieren, wenn der Hype am größten ist? Und das wird wahrscheinlich bei der 100.000er Marke, leicht überhalb der 100.000er Marke wahrscheinlich passieren. Dann werden wir komplett runtergedampft werden. Vielleicht erlauben sie das sogar auch noch, dass wir auf 120 gehen, um alle komplett positiv zu stimmen, damit man nach dieser 100.000er Barriere wirklich glaubt, ha, die ist jetzt gebrochen, wir gehen auf die 120.000 zu, das geht wirklich auf die Millionen. Und dann, bang,
lassen sie den Hammer fallen. Da gucken wir mal. Werden wir sehen. Werden wir sehen.